So, weiter geht's heute mit dem Spiel gegen den TSV 1860 München. Und da wollen wir natürlich den nächsten Sieg. Also aus dem Norden in den Süden, da werden wir jetzt auch bleiben. Wir spielen nämlich jetzt gegen die Löwen auswärts und dann spielen wir gegen die Nürnberger zu Hause. Aber jetzt erstmal der Gegner, mit dem wir noch eine kleine Rechnung aufhaben. Die Frage ist, was kommt denn da jetzt noch? Ach, der Wechsel von Lippert oder was? Nee, Quatsch. Ich wollte sagen, jetzt kommt der Donner durch, aber nein, tut er nicht. Ein kleines Heute Rätsel freuen mit. wir uns So. auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Ja, mit dem Gegner war dann in Richtung auf. Das Hinspiel war mit 1 zu 3 verloren gegangen. Eine frühe rote Karte für uns. Hallo und willkommen Hebelte in den Fußballtalk Löwen den Endspiel. Weg. Wir begrüßen Sie zu Aber einer da gar nicht weiteren immer ganz Partie. Gedirrewitsch mit drei Mikrofon Treffern. begrüßen Sie Den hier konnte man heute gar nichts Fußballchefs entgegensetzen. Kollege Frank Buschmann. Mal gucken, ob er Und eingespielt. bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Könnte ein tolles Spiel werden. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Bin jetzt bei der Liste nicht gesehen. Ich müsste jetzt gleich mal drauf achten, ob die auf die Trikotnummer, die 14 müsste das sein. Ja, was die 14? Ja, die 14 war es. Ich will gar nicht bei 30 sein. Ja, schon nicht mehr. Wenn heute nicht an der Stelle jetzt zu stehen. So wie es aussieht. Das könnte ein bisschen Mut machen, aber vielleicht. Mal schauen. Ne, steht nicht da. Ja, mal schauen, was unsere Jungs können heute. Nach den souveränen Siegen gegen Kiel und Schalke wollen wir heute natürlich in die nächste Runde, beziehungsweise den nächsten Sieg holen. Und haben ausgerechnet bei den TSV 1860 München. Ne, scheint wohl echt nicht auf der Mannschaft, auf der Liste zu stehen. Entweder nicht mit dem Kader oder nur auf der Bank. Naja, soll nicht unser Thema sein, auf andere zu gucken. Wir wollen natürlich heute den Der Ball ist großen Schritten. freigegeben und das Spiel beginnt. Heute wieder mit 11 gegen 11. Hinspiel, wie gesagt, frühe rote Karte durch Morg gegen Mogala. Nach Notbremse, es war eine richtige rote Karte. Und daher. Ich lasse mich ungern von einem Gegner zweimal in einer Saison typieren. Letztes Mal mit Saarbrücken. Saarbrücken, die habe ich einmal geklappt. Abseits. Abseits, Was ja. für ein Glück, der wäre durch gewesen. Haben sie nämlich gewonnen und unentschieden gespielt. Und jetzt wollen wir natürlich. Es gab im Vorfeld naja, dieses Spiels. Wollen wir natürlich heute den Sieg holen. Weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt. Am Ende dieser Saison geht er in Rente. Ja, das war's dann mit dieser tollen Karriere, Wolf. Er hat viel erreicht, hat uns immer wieder begeistert. Und auf den Manager kommt jetzt eine Aufgabe zu. So einen Spieler, den findest du nicht so einfach noch. Ich habe ihn doch schon, hat doch schon zwei andere wieder eingeholt. Chance so. Clearfish! Gute Parade, da hält er diesen Ball. Gute Chance für Bayreuth, aber Hela verhindert. Jetzt die Ecke. Da ist er da, den Ball hat er. Verhindert. Und das war alles das 0 zu 1 und hier greift er zu nach der Ecke. Ja, da müssen Sie aufpassen. Lacken machen. Machen Sie jetzt gut. Stark gemacht, das könnte was werden. Und plötzlich hatten. Da haben die 60er die große Chance und die führen 1-0. 16. Was für ein Start, was für ein Debüt. So, so war er so einfach durchmarschieren lassen. Und es gibt wieder kein 0.
Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute absoluter Parade. Stellungsfehler von der Nummer 5. Das war nicht Perry, der da komplett durch die Gegend ist. Das ist abgebrüht und der Ball ist drin. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Steiner. Jetzt die Chance. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Kein Problem. Herr, glaube ich, war da dran, oder? War der Keeper da dran? Entweder das oder Novo hat einfach mal. Na, ich glaube, der war ganz anders. Ich bin mal dran. Vielleicht hätte er ein bisschen was tiefer ziehen können. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Ah, das könnte es sein. Griffig! Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine das ist nicht so gute Chance. Also man greift hier auch an. Man geht ja drauf. Man will ja. Liebe aus Bayreuth. Der Wille ist ja da. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben sie den Ball. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Lefisch. Und nächste gute Chance. Man hat sie schon, man hat die Chance, kriegt sie gerade nicht rein. Ah, gefährlich, keine gute Aktion. Tor! Und Torwartfehler. Absoluter Torwartfehler da von Hiller. Schenkt den Bayreuthern den Ausgleich. Ja, das Tor entsteht natürlich durch diesen Torwartfehler. Hier sehen wir es nochmal. Er wollte auf die 4 spielen. Der kriegt das gar nicht mit. Novoa spritzt dazwischen und holt das Ding. Und macht dann den Ausgleich. Yes. Der Spielverlauf ist völlig offen. So, Aufgabe Nummer. Ja, so kann man das auslegen. Tor Nummer 31, die wollen es verdienen. Doch, gibt Freistoß. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Oh, Freistoß für 60. Aber der geht überhaupt nichts. Oder? Den Freistoß kann er abwehren. Gute Aktion. Da wollten sie ihn austricksen, aber das hat nicht geklappt. Wenn der schief geht, geht nur Novoa frei auf den Keeper zu. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Da geht jetzt der Zwischenball ist weg. Pedro. Vielleicht die Führung jetzt. Pedro! Da zeigt er sein Können. Also man ist dran wieder an dieser Partie, an der Partie. Ecke kommt. Und da muss der auch hin. Und das wäre die nächste gute Chance gewesen. Für die immer wieder tolle Torchancen auf beiden Seiten. Ein offenes, ein spektakuläres Spiel. Wer das gewinnt, kann ich nicht sagen. Da geht das über die Löwe, über die Seite Ischu. Handspiel. Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Nein. Brauche ich nicht. War nichts Wildes. Es ist ein Handspiel. Schiri sagt, okay, passt. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Nächster guter Versuch bei Jonas Sterner. Jonas Sterner und Hiller greift und passt. Eine richtig gute Aktion. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der einfach letzter Spieler bei den Löwen. Ich glaube, das liegt daran, dass er, glaube ich, der Keeper hatte, glaube ich, verletzt. Nee, hier. Damit geht es nun weiter. Ganz klar mit Schiedsrichterball. Und dann ist Pause. Wir hören den Pausenpfiff. Und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Also 60 gegen Bayreuth im Derby mit 1:1. Torwartfehler von Hiller.
hilft Bayreuth nur momentan den Ausgleichszeit. Also, mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ja, schönes Ding hier. Klasse, Klasse. Den spielt er gut. Und Hiller verhindert den Führungstreffer für die Bayreuther. Für den Pokal-Halbfinalisten. Ecke, Jonas Sterner. Und Eckloff. Spiel gedreht. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist das wunderbar gemacht. Mit ja, dem schön, dass er das Tor hinten in das lange Eck gedreht. Perfekt. Also jetzt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Also Aufgabe Stand jetzt gelöst. 60 zu bezwingen und dran zu bleiben am SC Freiburg. Da haben sie jetzt einige Optionen. Gutes Tackling. Sterner, super gelöst da. Er hat sich für Liverpool entschieden. Das kann man ihm nicht verübeln. Das ist Fußballtradition pur bei den Reds. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Kannst du laufen lassen? Also falsch jetzt für mich einfach? Für die, okay. Warum auch immer. Sie wechseln also aus. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Super. Ja, ist ein bisschen falsch jetzt auf der Außenbahn. Der ist eigentlich falsch auf der Außenbahn. 3:1, Peter. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vor. Und damit werden sie auf dem Ergebnis her auf gleich auf mit den Löwen. Zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Das ist schon mal wichtig, dass das hier nicht der zweite Ausrutscher stand jetzt, wie gesagt. Jetzt geht. Können Sie gleich den Ball einwerfen. 64. Aber lass mal die Löwen wieder einen Anschlusstreffer machen. Auf 2:3 zu stellen. Er macht gut auf und hat den Ball. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte, aber die Führung spricht ja für sich. So, vielleicht durch Dorf. So, der geht nur auf. Begleiter, Ebenforsten, 4:1. Und da hat der 60er Keeper so viele Dinger schon herausgeholt und den kann er nicht halten. Sein Patzer ist 2:1 und dann passt das. Passt jeder Schuss jetzt gerade. Eine Ecke verwandelt. Der Treffer ist hier mit dem Innenpfosten. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Fakt ist erstmal. Ja, erstmal zumindest das. Glück gehabt jetzt für die Löwen. Lackmacher. Ja, guter Pass. Dann geht sie. Da kann ich damit. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja, da ist die Balleroberung. Schöner Pass jetzt. Und hauen. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Was? Oh Mann! Ich hab doch nur den. Ach Mann, das ist so bitter. Wieder so ein blöder Elfmeter, wo du eigentlich alles im Griff hast. Ich hätte 4:1. Oh, der geht rüber. Nicht das Tor. Ich glaub, der er sieht wie im Hinspiel. Glatt, rot, Morgala. Das ist nämlich gerade jetzt untergegangen. Das ist dann die zweite rote Karte. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Oh, ist das bitter.
Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Niemand kann ihn aufhalten, gutes Dribbling. Der Ex-Löwe fliegt hin und im Rückspiel vom Platz. Es war so bitter, weil das einfach eine unnötige Situation war. Ich wollte mich den Ball abkretschen und den Keeper auf den Ball gehen lassen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Die Mitspieler bieten sich an. Wieder. Die Riesenchance. Oh, das muss das Tor sein. Musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. So, jetzt wechsle ich mal kurz durch, eben bevor da jetzt irgendwas nochmal passiert. Aber das ist bitter, das ist mit dem zweiten, das ist mir die glatt rote gegeben. Und vielleicht ist es richtig, aber. Aber es war eigentlich keine Torschance. Naja, egal, ist halt passiert. Ich nehme natürlich jetzt einen Stürmer raus, weil das brauche ich jetzt auch unbedingt noch. Da will ich nicht, brauche ich nicht unbedingt noch was machen. 1, 2, 3. So, jetzt wechsel ich nochmal neu. Noch ein bisschen durch. Bleiben wir noch. Bruno. Sie können überhaupt. Carvalho Pedro. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Und das gibt Eckball. Ja, Fakt ist, dass wir die Aufgabe gelöst haben, 60 zu schlagen. Sie bekommen den Ball nicht weg. Bruno. Er sucht die Chance. Gute Chance. Tor. Cangulo. Ohne mit seinem ersten Torvorlage. Und Cangulo mit seinem ersten Tor im dritten Spiel. 1 zu 5 der Treffer. Da ist das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen. Da sind sie viel zu passiv. Müssen irgendwie doch den Ball. Da sah nicht wieder gut, nicht gut aus. Wenn kein Schirm auf Platz ist, macht halt der Linksverteidiger seinen Treffer. Sein primärer Treffer. Und mit diesem Schlusspfiff war es das für heute. Das Spiel ist aus. Der Sieg steht damit also fest. Klarer Sieg also. Ein Tor schöner als das andere. Und genauso kennen wir. Faktisch hat man die Aufgabe gemacht. Hat keine Mannschaft erzielt. Und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus. Und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert. Tja, es sind 3 Torschütze vom Windspiel bei den Löwen, die auf dem Platz. Gibt es einmal eben 5 Stück. Hiller hat gut gehalten, sonst wäre es noch deutlicher geworden. Passt. Also. Machen Sie jetzt gut. Stark gemacht, das könnte was werden. Ja, Aufgabe, wir haben 60 geschlagen. Das ist mal wichtig, dass ich die nicht, dass ich mich, ich habe 2x dupieren lassen von den Jungs. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Plötzlich die Sperre. Die ärgert mich richtig. Grandioser Auftritt natürlich. Mal wieder. Wenn einer trifft, dann trifft er. Wir haben es einfach drauf. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Nächster Gegner ist unser Nürnberg, morgen um 14 Uhr dann. Und da wollen wir natürlich den nächsten Sieg holen. Wir sehen uns dann wieder und dann freue ich mich. Warte mal, wir gucken mal auf die Tabelle kurz eben. 7 Zähler haben wir noch, ja. Ja, dieses Unentschieden gegen Pauli. Das tut halt extrem weh. Aber gut. Freiburg ist auch noch ungeschlagen. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich in meinem Spiel diese Serie stoppen. Dann treffen wir uns die. Nur so nebenbei. Wir müssen Nürnberg, das weiß ich jetzt. Nürnberg, Darmstadt, Ingolstadt. Und da fangen wir auf die Freiburger. Oh, hier ist es auch spät. Das ist 14. April. Treffen wir erst auf die, dann treffen wir auswärts im Pokal auf die
Bayer Leverkusen. Also das Finalspiel der letzten Saison wird dann im Halbfinale ausgespielt. Sehr gut. Okay. Ja, da kommt. Dann ist es schon auf. Also kurz vorm Ende der Saison. Mal gucken. Bis dahin sollten wir, müssen wir den Abstand ein bisschen verkürzt haben, weil sonst wird Freiburg wird Meister oder sonst ist es klar. Gut, wie auch immer. Wir sehen uns dann in Nürnberg wieder oder gegen Nürnberg wieder und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei FIFA 23. Bis dahin, tschüss.